Guter Ton ist bekanntlich wichtiger als eine gute Bildqualität. Und lange haben wir in diesem Bereich auch geschwächelt, bis wir uns dazu entschieden haben, in ein Ansteckmikrofon zu investieren. Nämlich in das wohl bekannteste, was es zu einem fairen Preis gibt, nämlich das Rode SmartLav Plus. Und das gesamte Review gibt es jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Das Rode SmartLav Plus kommt in einer schönen kleinen Tasche und mit einem ca. 1 Meter langen Kabel, das ausreichend lang ist, sofern man es am Smartphone und nicht etwa an der Kamera anschließen möchte. Dazu gibt es einen Clip, um das Mikrofon an der Kleidung zu befestigen und einen kleinen Windschutz, der zumindest P- und T-Laute gut abschwächen sollte. Zu beachten ist der Klinkenstecker des Kabels. Hier handelt es sich nämlich um einen TRRS-Stecker, der nur ins Smartphone passt. Möchte man das Mikrofon direkt an die Kamera zum Beispiel anschließen, muss man zusätzlich einen Adapter kaufen. Wenn man bedenkt, dass dieses Mikrofon explizit für die Verwendung mit dem Smartphone gedacht ist, dann gibt es eine Sache, die bei mir etwas Verwunderung, naja eigentlich sogar Verärgerung ausgelöst hat. Als ich das Mikrofon das erste Mal ausprobiert habe, habe ich das einfach an mein Smartphone angeschlossen, das Mikrofon an meiner Kleidung befestigt und in der vorinstallierten Rekorder-App bei meinem Mi 9T auf Aufnehmen gedrückt und die Soundqualität war absolut enttäuschend. Und dann bin ich einen ziemlich langen Prozess durchlaufen, der auch bis heute eigentlich noch andauert, indem ich mit verschiedenen Einstellungen herum experimentiert habe, auf YouTube nach Tutorials gesucht habe und feststellen musste, dass es tatsächlich eine extra App von Rode gibt, die es allerdings nur für iOS gibt, aus dem Jahre 2013 stammt und genauso auch aussieht und sogar Geld kostet. Wo man doch erwartet, dass wenn man schon 50 Euro für ein Mikrofon ausgibt, was ich weiß nicht viel ist, aber wo man meiner Meinung nach trotzdem erwarten darf, dass die App, die zum Aufnehmen gebraucht wird, auch im Kauf inkludiert ist und wo man auch erwarten darf, dass die App zumindest einigermaßen auf dem neuesten Stand ist und nicht nur für den kleinen Kreis der iOS-Nutzer, sondern auch für Android verfügbar ist. Aber gut, nach mehreren Stunden des Herumexperimentierens und der Recherche kam ich schließlich auf die App RecForge 2, welches so die beste App zum Aufnehmen auf Android zu sein scheint. Auch da musste ich viel herumprobieren, bis ich schließlich die Einstellungen fand, die zu dem Sound führen, den ihr jetzt gerade hört. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie die Tonqualität eurer Meinung nach ist. Ich finde, sie geht in Ordnung. Ich hatte mir ehrlich gesagt mehr erwartet bei den Ergebnissen, die ich auf YouTube gesehen habe, von Leuten, die auch dasselbe Mikrofon verwendet haben und irgendwie eine bessere Tonqualität erzielen konnten. Aber ich glaube oder hoffe zumindest, dass die Tonqualität jetzt so gut ist, dass es kein Störfaktor mehr in den Videos ist. Es wirkt manchmal so, als würde es ständig übersteuern, habe ich so das Gefühl. Vielleicht habe ich auch den Pegel falsch eingestellt, aber eigentlich habe ich da schon ziemlich viel ausprobiert und es scheint nicht viel besser zu werden, als wie es momentan ist. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass das Grundrauschen ziemlich hoch, aber meiner Meinung nach noch im Rahmen ist, sodass man es noch gut aushalten kann, gerade wenn man noch Musik drunter legt. Aber bis heute weiß ich nicht, ob das Mikrofon vielleicht sogar defekt ist, ob es an Android liegt oder an meinem Smartphone, ob ich vielleicht die falschen Einstellungen gewählt habe oder ob das einfach der Sound ist, den man von einem Lavalier-Mic für 50 Euro erwarten darf. Ich weiß es nicht. Falls es unter euch welche gibt, die sich mit Ton gut auskennen und vielleicht wissen, was ein Problem sein könnte, dann schreibt es unbedingt mal in die Kommentare. Und wenn euch das kurze Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit verpasst ihr keine weiteren Videos mehr und unterstützt uns extrem. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.